Ups, und schon wieder ein Lag. So. Oh, da sind sie ja. Die kleinen süßen Puppen, jede Menge Puppen. Yay! Yeah. So, okay, die habe ich. Dann fehlen uns jetzt noch welche. Ach Quatsch. Stringbe. Wir sind im Basement. In dem Basement. Ah. Da oben. Jo. Ist gebongt, da gehen wir hin. Einmal den langen Kellergang zurück. Ganz am anderen Ende wird sehr wahrscheinlich das Labor stehen. Da ist auch ein Name-It, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Mann. Ist ja schlimm mit euch. Immerhin kommt ihr in Encounter. Einzel, da würde ich ja schon verrückt werden. Gegner. Einer ist tot, die anderen stehen noch. Bla bla bla. So, da entlang. Da. So, hier lang. Da lang. Doof, da muss ich auch lang. Also muss ich dich leider Gottes killen. Pardon. Okay, die haben wir gekillt. Ah, da müssen wir den Schweinelord killen. Meine Lord. Hallo. Ja, da seid ihr ja. Ihr reicht auf jeden Fall für meine Sammlung. Blum. Blum. Eine noch. Blum. Haben wir das auch? So, dann mal direkt marschkehrt. Ups. Zurück. Und dann geht es direkt zum Schweinelord. Oh. Nicht die Ratten triggern. Reicht schon, wenn wir Ratten sind. Hehe. So, eigentlich kann man, glaube ich, hier oben irgendwie runterspringen. Und zwar, wenn wir hier lang gehen. Ja, genau, da können wir wieder einfach jump. Oh ne, da runter nicht. Jumping. Autsch. Und da ist schon der Schweinefürst. Das finde ich doch mal hervorragend. Da müssen wir zurückgehen und dann müssen wir Lord Everling killen. Dann müssen wir zu Lord Everlings Labor. Uah. Ja, schreit doch hier nicht so rum, Mann. Ja, okay. Immerhin in einem Encounter, obwohl das jetzt auch nicht viel nützt. Oh, da geht's noch auch in Räumen rein.
O-Ring öffnen. Das O-Ring, so, und dann steht hier irgendwas mit. Genau, Lord Evelyn Team und dann. Hopscha. Müssen wir nach Vasun. Vasun machen wir dann mit den anderen nächste Mal alle zusammen. Aber so kriegen wir schon mal eine Quest wieder. Du da drauf, ich hier. Das Ding aktivieren. Ein bisschen Mana schon mal wieder zurückholen. Es reicht nämlich auch mal wieder nicht aus. Den Stalljungen, der geht mir auch auf den Wecker. Ah, du kämpfst auch schon mit, okay. So, und das müsste jetzt der Schweinelord gewesen sein? Nein? Auch noch nicht. Mann, hält er viel aus. Aber jetzt, komm. Jawohl. Sprecht mit der Geisterassassine. So, und die war am Punkt minus 24, 0, 29. Das kann einen hier echt nerven, dass dieser ganze Respawn immer so schnell ist, vor allem man läuft sich ja hier doof. Und gleich eh noch mal ins Labor runter. Kriegen wir auch bestimmt in einen Nameth dann auch. Warten. Oh, leck. Gefangener, Gefangener und noch mehr Gefangener. So, erster Plump der Rechte und du bist da jetzt auch platt. Jawohl, und wir sprechen mal mit der Assassine. Eveling. So, und Lord Eveling ist wo? Lord Eveling ist dem 1, 2, Basement. Ah. Tja, dann müssen wir jetzt nehme ich wieder hoch und dann um in den Keller reinzukommen. Nämlich der ist unten im Labor. Typ Geist ist Lord Eveling, aber das ist mir ja relativ schnuppe. Langsam habe ich hier echt keinen Bock mehr zu killen. Nach 3 Stunden und 14 Minuten, ey. Das ist eine verflucht lange Aufnahmezeit. Da gucken, was kann man denn noch so erzählen? Eigentlich jetzt
auf dem Weg zum Ende. Tja, mir fällt immer noch nichts ein. Tja, morgen beginnt auf jeden Fall die Schule. Haha. Naja, aber ich bin ja auch bald dran. So, die haben nur ein Up, das gefällt mir wirklich gut. Und dann haben wir hier wirklich über 2 Wochen Let's Plays. Also jede Menge Material habe ich schon mal vorrätig. Ist einfach bombastisch. Hatte ich irgendwie heute einfach Bock zu, das zu machen. Yuki Yuki Nase. Dann müssen wir 2, da kommen wir dann von da aus wirklich nur von den Nordtürmen. Oder von da. Tak, 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 okay. Gucken, ob wir da weniger killen müssen oder ob wir da noch ein Name-It abfahren. Weil jetzt brauchen wir ja nur noch Lord Evelyn. Dafür ist es ja Schnuppe, wo wir lang gehen. Weil jetzt haben wir ja alle Zugangsquests und alles andere. Also müssen wir uns hier keine Sorgen machen, dass wir irgendwas triggern, was wir nicht triggern dürfen. Ach, du gehst mir auf den Keks. Das ist der Schatten von Lord Evelyn. Ah. Aber wenn du keinen Stern hast, kill ich dich da auch nicht. Warum denn auch? Oh. Hallo. Ach nee, das Ding nicht. Cool. So, hier einmal komplett außen. Oh, ein Fragezeichen. Das können wir natürlich nicht liegen lassen. Das könnte ja von der Brüstung fallen und sich wehtun. Das wollen wir doch nicht. So, dann müssen wir hier rum. Hier rein. Oh, ich will da, glaube ich, besser nicht runterfallen. Hier lang. Hier links. Rein ins Schlafzimmer war das, glaube ich, ne? Und ups. Dann runter in den Keller. Dann haben wir es jetzt. Boah, so schnell ist hier Respawn, ey. Das ist schlimm. Dann haben wir es hier drin geschafft und ich bin echt froh, wenn wir hier raus sind. Und falls wir doch mal hier rein müssen, jetzt haben wir immerhin die Zugangsquests und ich hoffe, bis dahin sind die Mobs hier auch grau. Dann sind wir Level 45. Weil so möchte ich dann weiter nicht mehr machen. Das ist... Wird man echt ballerballer in die Birne? Ups. Leckt hier auch noch fürchterlich. Ja, komm, Widerstand. Ist klar. Ist klar, Kollegen. Ich warte lieber auf die Explosion. Und den Rest machen wir dann ganz einfach nächstes Mal fertig. Das... Husch. Ach, da. Da ist der Geheimgang. Das passt dann doch eigentlich ganz gut. Schlimm wäre es, wenn es ein offener Dungeon wäre und man hätte hier, müsste hier die Zugangsquests machen und irgendeiner rennt halt vorbei. Ja, ich habe die schon mal gekillt. Ich glaube, dann wird man total hier durchdrehen. Das wäre echt mega schlimm. Und getrunken habe ich auch schon lange nichts mehr. Hab schon ganz blödes Pappmaul. Kriege ich mal ein Basement? So.
schlimm. So, hier auch noch geradeaus und dann... Oho. Oh, was ist das für ein Buch? Buch öffnen. Warnung ignorieren. Aha. Hier gibt's also auch noch jede Menge Quests, die man kriegen kann. Da greifen wir mit an. Dann geht's eventuell doch klitzekleines bisschen schneller. Nicht viel immer, aber ein bisschen. Und das ist schon mal einiges. Sind das Feuerwehrarbeiter? Malthus Eveling. Ja, komm, hör auf zu blubbern und werd aggro. Ich nutze mal die Zeit hier für Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Ja, was tust du da? Oh, die Maschine ist kaputt. Hast ja schön angestellt, Eveling, Mann. Machst du deine Maschine putt? Warum denn nur sowas? Was ist das? Ein statischer Schock. Ah! Und wir kriegen ein Pling! Pling! Eh? Okay. 17 Int. Cool, leider legendär. Aber wir haben eine legendäre Wurzel. So, und jetzt steht hier drüben auch... Oder wie, wo, was muss ich jetzt hier anklicken? Ah, hier drüben. Aua. Truhe öffnen. Yes. Ach, da, die kann man auch an der Wand dranhängen. Wir haben einen Leistungspunkt bekommen, den stecken wir da rein. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Flucht nach Nektulus. Ja. Oh Gott im Himmel. Nach 3 Stunden und 23 Minuten. Ich muss. Ja, was du alles musst. Ist ja schön. So, Ruf zur Gildenhalle und dann logge ich mich aus. Dann habe ich hier die Schnauze voll. Habe ich genug aufgenommen. Ich wollte eigentlich nur noch eine Stunde aufnehmen. Und so wie ich vorhin mal gesagt habe, dann, wenn man einmal im Schloss drin ist, dann muss man es auch zu Ende bringen. Weil es bringt nichts rein, raus. Da braucht man einfach einmal Geduld, einmal Nerven, einmal Zeit, einmal durch. Hasse nicht. So, meine Lieben. Ich werde mich jetzt aufs Ohr knallen und was ihr macht, weiß ich nicht. Ich wünsche euch jedenfalls dementsprechend eine angenehme Nacht oder einen guten Morgen oder einen schönen Tag oder wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall in einer nächsten Aufnahme. Bis dann!